Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert und wir machen heute weiter mit dem Hotel Ionia, beziehungsweise mit der Erkundung, weil hier gibt es noch einiges zu tun. Das werdet ihr gleich erfahren, was überhaupt zu tun ist, und zwei Dinge sind das übrigens. Hier steht zumindest Polizist. Sag bloß, du bist jetzt offiziell Champ. Gut ab, kurze Leistung. Mein Name ist Vince Morimoto. Auf solche starken Trainer wie dich habe ich nur gewartet. Da hättest du Lust an ein Kämpfchen gegen mich. Das heißt nur, wenn du Mumm genug hast. Moment, halt. Oh, da kann man nichts machen. Schade. Ja, Morimoto möchte gegen euch kämpfen. Und zwar ist das einer der Game Freak-Entwickler. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss überlegen, gerade wie ich das mache jetzt. Ich schieße auf jeden Fall mal Doktor-Teil nach vorne mal. Und. Gute Frage, nächste Frage. Glurak vielleicht sogar schon von Sinn. Glurak schon so viel Sinn? Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich habe doch keinen. Ah, ich bin nicht geheilt. Das ist doof. Ja, Bluebella hat nämlich volle KP. Scheiße, warum hab ich das gemacht? Na gut. Morimoto. Ah, da bist du wieder. Hast du das mal gekannt? Klasse, das wollte ich auch. Ich bin bereit. Mein Morimoto läuft hier noch voll Tour. Und zwar kämpfen wir heute gegen den Kämpfing-Entwickler Morimoto, den wir in Pokémon Schild so ziemlich auf den Sack gekriegt haben. Und man zählt den heute zu besiegen. Und der fängt an mit Gorgas und Octo. Ein Doppelkampf übrigens. Deswegen auch Octo-Teil und Glurak nach vorne. Weil das Gorgasaun ist vom Typ Geist und das Per-Auto ist klar vom Typ Kampf. Level 65 übrigens. So, Gorgasaun drauf und Luca kriegt seinen Liftschnitt auf Per-Auto. Du gehst mir schon jetzt auf den Sack mit deinem Scheiß-Scanner, weißt du? So, dann muss ich also. Gorgasaun. Ah, du gehst. Ah, natürlich, klar. Du greifst natürlich der seine Reifen und kriegst mit dem Fußball. Jetzt schon mal links ansetzen. Ja, nicht ohne. Der ist, hat sämtliche Pokémon auf 65. Also das wird alles andere als einfach werden. Gegen den Kollegen hier. So, Judo-Pumpe. Natürlich hält die Attacke daneben. Das ist sehr geil. Pass auf, jetzt bei meinem Glück. Ach, da wieder ein Volltreffer oder so. Naja. So, war. Ja, aber wie du mal betrifft, was? So. Dann gefährlich. Bitte, wenn ich gucken mache, ist schon mal down. Na, das reicht nicht ganz, um das runterzukriegen. Er wird dafür zu meinen. Alter, warum ist die eigentlich so schnell mit der Pokémon? Hm? Was kommt denn als nächstes? Dass ich ihn diesmal besiegen kann und ich immer gegen ihn antreten, wenn ich dann diese Level von Level ein bisschen höher bin. So, Humanolith ist also ein Pokémon, ein Wasser-Pokémon. So, ich würde jetzt kein Wasser-Pokémon habe, aber ich weiß, dass man dann nur sein. Das kann ich irgendwie Gesteins attacken. Also, das ist ein Gesteins-Pokémon, deswegen wird Durak dann wahrscheinlich nicht viel machen müssen. Die machen können, ich kann das nur mal anreden, mal aktivieren, die geht sofort. Ja, dann kommen wir nicht mehr, ich werde die andauern. Der Humanolith muss sofort weg. Erstmal mit Durchbruch drauf. Ich habe das noch definitiv wegstecken. Also Vettel hat es abgezogen. Und dann kann er trifft jetzt kann ich das Glurak. Ja, das war irgendwie keine Überraschung. Du willst Schaufler. Ja, erstmal Glubella. Dann ist bei der Pokémon, die mir ein bisschen gefährlich werden könnten. So, jetzt mir dann K-Octo raus.
Und du gehst mit Blütenwirbel. Nee, gehst du nicht mit Gigasauger auf Humanoid. Ach, natürlich. Kann ich leider nicht mehr was dazu sagen. Jawohl. Das ist schon mal weg. Und jetzt, weil vermutlich jetzt irgendwas kommt. Stimmt auf, ja. Klar, dass du Pico gehst, aber jetzt überlebt es sogar noch. Ein bisschen Glück überlebt es das noch. Lass mal das Auto weg. Und du gehst mit Toxin, wenn es möglich ist, noch zu Monte Carlo. Jawohl, das ist gut, dass die Attacke getroffen hat. Body Press. Kampfattacke, wenn ich richtig im Kopf habe. Rebellion. Ja, dass wir jetzt auf Katapultdraht kommen. Okay. Da geht das Aqua-Durchschnitt und auf Monte Carlo. Und du gibst mir Toxin auf das Katapultdraht. Ich wäre nicht gut, wenn das anders gewesen wäre. So, jetzt setze ich mal so ein Monte Carlo aus dem Kampf. Und tschüss. War, glaube ich, wenn ich richtig auf die Mitte gezählt habe, Nummer 4 bei ihm. Nochmal. Ich sehe nochmal eingesetzt. So, jetzt hat er Relaxo. Relaxo drauf. Und mit Giftschocks der Katapultdrama rausnehmen. Das ist so geil, ne? Ich warte, das ist jetzt so, damit das bei Giftschocks jetzt das doppelt effektiv. Und dieser Giftschocks von dem Katapultdrama dann raus ist, weil das ist seine letzten Beine. Ich weiß, dass er ebenfalls jetzt Dynamax ziehen wird. Ja, dafür können wir hier weiterkommen. Dann finden wir das nächste coole Item. Naja, mit Donnerwelle. Och Gottchen, was kommt man denn auf so eine Idee? Ne? So, deiner Flucht ist dieses Pokémon raus. Da kann ich schon irgendeine Elektroattacke. Gut, Regen, das ist immer gut. Regen ist immer gut. So, erstmal Giftschock auf das Pultra. Okay, aber du wirst auf jeden Fall erstmal dein Gift ein bisschen mehr ausrichten. Die Modelle ist klar. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist sogar okay. Ein bisschen viel. Da geht's mit der Vergiftung und es zieht doch mehr ab. Es wird nach und nach. Was machen wir denn jetzt im Spiel? Ich bin Leben, ich hab Genesung. Ich geh auf Italia mit der Genesung. Weiter mit Giftschock auf Katapultra. Es wird eh passieren, dass beide angreifen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt riskant ist, aber gut, jetzt geht auf Dünner Giftschwall, da wird jetzt nicht auf die Bella gehen, das ist stark.
Ich hab, was ich will. Ich hab die... Oh, der ist jetzt nicht so einfach noch höher. Und weiter geht die Vergiftung. Katapultra. Zwei Runden noch. Dann geht davon aus, dass das Ding down ist. So, und jetzt mit Motineva weiter noch drauf, wenn alles gut läuft. Weil ich kürze dieses Katapultra drauf. What the fuck, Alter? Das Ding zieht mal eben kurz die halbe KP weg. So. Eisturm. Gut, du setzt natürlich Ei... klar, dass du sowas bringst. So. Dünner Flug. Wenn ich Glück habe, ist das Galaxie-Offense down. Wenn jetzt aber der Eissturm durchkommt, könnten. Das war mir fast klar, dass es dann passiert, dass dann die Paralyse noch greift. Natürlich greift die scheiß Paralyse auch noch, ey. So, dann ist Relaxung muss jetzt auch niedrig sein. Ja. Die seine Werte auch nicht mehr so hoch sind. Das heißt, ich könnte jetzt versuchen zu killen. Killst du seinen Relaxo weg, dein. Bei Katapulte erlebe ich dich jetzt von selbst gleich. So, drauf. So, jetzt wenn ich, eins kriegt er wahrscheinlich runter. Und ich habe noch, glaube ich, eine Wahl. Den Ball dürfte nicht komplett killen. Boah, mit ein bisschen Lose, mit 2 KP noch. So, damit ist Relaxo down und wenn jetzt mein Eis auf die Welt kommt, dann ist es mal so für die Weg. Weil ich hab da irgendwas. Ich hab nur die 2 noch. Aber der. Und damit ist der Eissturm und wir haben ihn gepackt. Ein harter Kampf gegen Morimoto. Erfolgreich. Morimoto vergiftet, wurde besiegt. Letzten Endes bin ich eben doch der Stärkste. Was von. Von allen, zumindest mein Tipp. Ja, gut, Gott sei Dank, wir haben ihn gezwungen. Menschenskiller, du bist vielleicht stark. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Für den Sieg, übrigens, hast du dir eine Belohnung verdient. Und zwar kriegen wir einen Oval-Pin. Dann bist du dieser ovale Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, um Hort Eier zu finden. Lass uns das bald mal wiederholen. Ja, ihr könnt eigentlich nochmal gegen ihn kämpfen, dann irgendwann, wenn ihr die. Oh Gott, ey. Kommt noch Leben. Kommt noch Pokémon. Könnt ihr nochmal gegen. Könnt ihr nochmal gegen ihn kämpfen, wenn ihr wollt. Aber ihr kommt. Könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr den Pokédex vervollständigt habt, komplett wiederkommen. Dann bekommt ihr von ihm einen Schiller-Pin, der. Die Wahrscheinlichkeit, Shiny zu finden, um einiges erhöht. So. Bella. Ja. Es war hart, definitiv, der Kampf. Aber es war viel Glück dabei. Das kommt dann auch die Dings, wo ich sage, Toxin und so. Das ist eine ziemlich böse Sache. Gut. Magst du Pokémon? Natürlich. Freut mich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ach, okay, das brauchst du von uns. Bist du zu Recherchezwecken hergekommen? Carla, ist wirklich wunderschön. Weil es so viele Currysorten. Sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt. Aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Was? Kanto? Curry? Weiß ich gar nicht. Oh, ich stehe im Moment total auf die rote Medaille. Ja, die haben wir noch gar nicht gemacht, das stimmt wohl. Gut, dann gucke ich mal auf meine Uhr, auf meine kluge Uhr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Morimoto ist besiegt und wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht es weiter. Also geht's weiter mit dem letzten Raum, der uns in diesem Hotel noch fehlt. Da passiert nämlich auch noch was. Bis dann. Tschüss.